Moin und herzlich willkommen. Ein paar Worte. Vulkane. Manche nehmen diese Feuerberge zur Kenntnis und andere sind wahre Groupies. Ich finde Vulkane toll und das schon sehr lange. Ich bin fasziniert von ihrer unbändigen Kraft, die zerstört, aber auch Leben schafft. Es gibt so viele Vulkane, die alle ihre ganz speziellen Eigenschaften besitzen und keiner gleicht dem anderen. Der Vesuv bei Neapel, bekannt durch Pompeji, oder Mount St. Helens, bei dem eine gewaltige Flankeneruption stattfand. Auch ohne, dass ich bisher je auch nur einen dieser Feuerberge aus der Nähe betrachtet habe, reichten Dokumentationen, um mein Interesse zu wecken. Mark von vulkane.net bereist immer wieder diese feurigen Gesellen und das muss ein tolles Gefühl sein, dort vor Ort in so einen Krater zu schauen. Die Bilder und Videos sind eindrucksvoll. Tja, ich schaue mir genauso wie ihr die tägliche Meldung an und dann versuche ich diese zu interpretieren. Das ist stets meine persönliche Meinung und hat möglicherweise keinerlei Gültigkeit. Ich möchte meine Faszination für Vulkane einfach mit euch teilen. Wenn wir jetzt auf die Campi Flegrei schauen, dann kommen unfassbar viele Meinungen zusammen. Einige befürchten die Apokalypse, andere wiederum sind ganz entspannt. Kann überhaupt jemand etwas Verlässliches zu diesem Vulkan sagen? Naja, wenn dann das INGV. Ich doch nicht. Ich lese nur die Artikel und schaue mir die Grafiken an. Oder was ist mit Taal auf den Philippinen? Jeden Tag Bock. Und die Menschen dort leiden an Atemproblemen. Auch hier weiß keiner, was der Vulkan als nächstes macht. Merapi, Indonesien, hochaktiv, Mayon, Philippinen ebenso. Aber ja, Vulkane sind überraschend und nur sehr bedingt vorhersehbar. Was doch wohl einen großen Teil der Faszination ausmacht, dürfte die große Zerstörungskraft, entweder durch die Größe der Eruption oder die Lage des Vulkans sein. Es gibt etwa 1500 bis knapp 2000 aktive Vulkane, also Vulkane, die in weniger als 10.000 Jahren eine Aktivität gezeigt haben. Wie viele kennt ihr? Und von Submarinvulkanen möchte ich gar nicht erst anfangen. Vulkane sind kein seltenes Phänomen, sie sind da und gehören zum Leben dazu. Es muss uns Menschen nicht gefallen, was Vulkane so tun, aber ohne sie gäbe es wohl nicht das Leben, wie wir es kennen. Allein in der Eifel gibt es 800 Vulkane. Allerdings liegt deren Aktivität schon sehr lange zurück. Naja, bis auf den Lacher See und ein paar andere, aber dies zeigt doch ganz klar, dass Magma immer wieder und überall an die Oberfläche befördert wurde. In der Antarktis sind bisher etwa 138 Vulkane bekannt. Die Plattentektonik sorgt für Vulkanismus. Die Platten sind in Bewegung und somit wird es weiterhin Vulkanausbrüche geben. Ebenso die Hotspots, die Plume, die Diapire, Island, Hawaii, die Kanarischen Inseln, der Sibirische Trapp, der Deccan-Trapp. Na gut. Nochmal kurz zu den Campi Flegrei. Es gab erneut ein Viererbeben, welches in 2,6 Kilometern Tiefe lag. Dazu dann noch ein paar Beben über 2 und einige mehr über 1. Also die Bebentätigkeit ist aus meiner Sicht schon als aktiv zu bezeichnen. Ich messe den Vulkan allerdings an sich selbst. Das Beben manifestierte sich in der Nähe der Piscarelli-Fumarole. Tja, was soll ich nur sagen? 2 Beben mit 4er Magnituden. Am besten wird sein, die verfügbaren Daten zu analysieren. Also auch dieses Beben lag wohl noch im hydrothermalen System. Ein hydrothermales System ist ein Bereich in der Erdkruste, in dem heißes Wasser und Gase zirkulieren. Die Energie liefert Magma, was darunter liegt und ständig Hitze in das System abgibt. Nun ist die Frage, warum jetzt die Aktivität in dem Bereich steigt. Es könnten zum einen mehr Gase in das System eingebracht werden oder Magma kommt der Oberfläche näher. Dies halte ich aber aufgrund der fehlenden tiefen Erdbeben für nicht so wahrscheinlich, aber wie gesagt, nur meine Meinung. Es wird Druck auf das Deckgestein ausgeübt und dieses muss nun unter Beweis stellen, dass es wirklich so stabil und dehnbar ist, wie sein Ruf ihm vorauseilt. Okay, ich fand den Satz schön. Das Deckgestein hat schon gezeigt, dass es viel Druck aushält. Ich kann die Situation nicht einschätzen und ich glaube, dass es sinnvoll ist, sich die Informationen von den Stellen zu holen, die genau dafür da sind. Am Ende der Hebephase 1984 schloss die Aktivität mit einem Viererbeben ab, bis es danach ruhig wurde. Ich lese jetzt, dass es hier auch so sein könnte. Und ja, möglich ist vieles, aber es ist auch wahrscheinlich. Keine Ahnung. Statistische Vergleiche haben schon ein paar Haken. Ich meine, Vulkane sind doch nicht linear, oder? Es gibt Hinweise, dass sich die Bodenhebung etwas gesteigert haben könnte. Bisher waren es 15 plus minus 3 mm im Monat. Wundern würde mich dies nicht, da die Erdbeben ja ein guter Indikator sind, die Druck von unten anzeigen. Aber wie dem auch sei, alle Theorie und Spekulation ändern ja nichts an der aktuellen Situation. Entweder der Vulkan nimmt weiter Fahrt auf oder er beruhigt sich wieder.
Stärkere Phasen von Bodenhebungen und Erdbeben gab es ja immer wieder in den Campi Flegrei. Ausbrüche waren dazu selten. Aber es gab sie. Wir reden hier dann von den kleineren oder kleinen Eruptionen. Vor knapp 16.000 Jahren kamen die ersten Menschen wieder nach Europa. In der Zeit lag die letzte große Eruption der Felder. Vor 39.000 Jahren rannte der Neandertaler durch die Gegend. Was sind denn bei solchen Zeiträumen die 80 Jahre eines Menschen? Auf der anderen Seite ist allerdings auch klar, dass irgendeine Generation irgendwann einmal in das feurige Angesicht der flegreischen Felder schaut. Aktuell gibt es ein paar Beben im Bereich der Mikroseismik. Wir müssen gucken, wie sich das weiterentwickelt. Danke für eure Kommentare und vielen Dank, dass du zugeschaut hast. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Lass doch ein Abo auf YouTube da. Nicht ärgern lassen, hab noch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal.